So, willkommen zu meinem neuen Video, beziehungsweise zu meinem letzten Video, Quiz-Video, whatever. Also zum letzten Video, wo wir ein Quiz machen mit Wrestling. Denn dieses Video machen wir so noch mit den 7 Songs, weil beim letzten Video war es so ein bisschen, kann man sagen, ein bisschen sehr einfach, zu einfach. Und beim vorletzten war es ja... bin ich ja drauf gekommen, dass es einfach immer die gleichen Wrestler sind. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich habe gerade die Anmod nochmal gemacht, aber ich, Vollidiot, habe hier unten, weil ich habe jetzt hier Windows 10 oder beziehungsweise das neueste Windows drauf, und ich bin jetzt hier hinkommen zu dem scheiß Wetter da unten, und dann hat man einfach mal mein Standort, so, also fast mein Standort in der Nähe, wo ich wohne, hab man einfach mal gesehen, das heißt, ich habe meinen Standard sozusagen geleakt. Ganz geil, kann die ganze nochmal schön das Video löschen. Und jetzt deswegen die Antwort nochmal. Aber gut, was soll's. Also, das heißt, wir werden jetzt diese 7 Songs-Dinger machen. Und wir werden Part 1 plus Part 2 in ein Video reinfotzen. Weil, wie gesagt, das Folgevideo und das Vorfolgevideo waren jetzt ein bisschen langweiliger, ich weiß. Deswegen, let's go mit dem Spaß. So. Warte mal, wie läuft das hier? Warte mal. Okay, passt. Ich muss. Es ist auf jeden Fall. Kann ich schon mal. Ja, fuck you. Ich muss ein bisschen leiser machen, weil ich weiß nicht, wie YouTube da wieder rumscheißt. So, das ist auf jeden Fall. Also vom Hintergrund würde man sagen, Chris Jericho, aber nein, es ist The Miz. Ja, okay, leiser geht's nicht. Okay. Ja, okay, das Video gefällt mir schon mehr. Es ist zwar noch einfach, aber es ist ein bisschen schwieriger als der restliche Kack, weil das war ja wirklich zu einfach. Jeff Hardy. Ich will mal aktuellere Songs jetzt hören. Komm schon, 2022, da wird aber der aktuelle hier noch drauf sein. Brock Lesnar. Den Zed. Ja, das ist aktueller. Das ist ein bisschen neuer. Da könnte man sagen, okay, weiß jetzt nicht wirklich direkt, wer das sein soll. Big E, Alter. Mhm. Bam, badadam. Jo, easy going. Also ich warte ja mal ab, also Population auf jeden Fall. Ich warte ja mal ab, dass ihr auch raten könnt, falls ihr es noch nicht wisst. Obwohl, das ist jetzt echt hier gerade, also für irgendwelche Leute, die was so um die 5 Jahre Wrestling schon schauen oder sonst irgendwas, das ist echt Pipifax. Also, Finn Balor. Noch ist keine Herausforderung, also absolut keine Herausforderung noch. Ja, auch der Song ist keine Herausforderung gerade. Absolut nicht. Sonst würde ich schon stoppen, keine Sorge. Damian Priest. Ach, das war sein älteres Ding mit seiner Sirene. Ich wollte schon sagen, ist hier Bron Breakker oder sonst irgendwas mit einer Sirene, aber das ist Dean Ambrose. Das ist die Ab. Ah, mich muss da ein Tief, Schassi. Karma, Kurva. So, warte mal. So, wo. Was war hier jetzt? Nein, Nick. Ah, oh, nicht leiser. Where the fuck I am. So. Ja, logisch. Warte. So. Einfach Goldberg. Also wie der Song heißt, würde ich jetzt nicht sagen können, aber okay, außer hier jetzt. The Time Is Now. JC. Beziehungsweise John Cena. You think you know me? Hat ja, alright, das ist ja, so gut. Edge hat auch jetzt einen neuen Song, oder hat er da noch? Wegen Judgment hat er jetzt einen neuen Song. Haben sie eh schon gesagt? The New Day, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods. Ist jetzt wirklich nur. Ah! Die Version. Die Version. Nicht hier, nur Randy Orton, ne? RK Bro. Und das ist. Okay. Sehr einfach, es war eigentlich zuerst RK Bro und dann einfach allein Randy Orton. Okay. Also, Randy Orton.
Bis jetzt war wirklich nur sozusagen ein bisschen schwieriger, Damien Priest. Ja, wer ist das? Wer wohl? Wenn so was Episches kommt, dann kann es nur Roman Reigns sein. Das ist. Ja, der Song mit dem Revolutionary, dem Visionary, Seth freaking Rollins. Und dann kommt wieder so was Älteres. Muss ich das verstehen? Einmal kommt so was Neues, dann kommt wieder was Älteres. Stone Cold Steve Austin, bitteschön. Ich hab noch keins falsch, by the way. Und ich werde es auch noch nicht weiter haben. Das ist irgendwas falsch, das ist ja echt. Das ist ja echt Pipifax. Ich sag das so, 2000er Dinger sind halt meins. Also Undertaker hier. Jetzt bin ich gespannt, welche Version. Okay, das ist die normale Version, das ist die WWE-Version. Also Daniel Bryan, weil Born for Greatness hat er ja sogar Spoiler Lied. Ja. No Challenge. Absolutely no Challenge. Becky Lynch. Ich muss sagen, Bianca Belair wegen B, aber. Es ist so. Es ist so einfach. Shane McMahon. Komm, aus also Winzer auch noch einer was. Ah ne, oder so was. Okay. Ein alter Schinken. Ein alter guter Schinken, aber alten Schinken. Shawn Michaels. Vielleicht sollte ich so als Challenge so. Vielleicht sollte ich so als Challenge irgendwie, weiß ich nicht, die Nicknames oder so von den Wrestlern sagen. Nicht den Wrestler selber. So wie hier, The Game, The Cerebral Assassin, King of Kings, Triple H. Oder hier zum Beispiel der Phenomenal One, der George Pitbull, AJ Styles. Hat er überhaupt für einen Spitznamen sozusagen? Also ein Nickname. Oh mein Gott, Braun Strowman! Eieieiei. Der Monster Moment, ja. Okay. Leute, Leute, Leute. Der SmackDown Warrior Drew McIntyre. Geil, Kollege, geht's noch einfacher? Ich weiß auch nicht. The People's Champion, The Rock. Ey, ich meine, tatsächlich mit den Nicknames jetzt einfach auch, weil, warum nicht? Was ist das? Aber das ist ein Face-Stick, oder? Der King of Strong Style, Shinsuke Nakamura. Ich hab nicht hingeschaut. Hat er einen Nickname? Theoretisch gesehen, die Kevin Owens Show, also Kevin Owens. Okay, sein Nickname weiß ich halt echt absolut nicht, deswegen einfach Kurt Angle. Easy going. Das war's? Sei leise, das war's. Oh mein Gott. Und das andere Ding ist einfach so um die fast 4 Minuten einfach nur. Are you fucking kidding me? Fußball, aha. Der Swiss Cyborg, Cesaro. The Queen, Charlotte Flair, das ist irgendwie laut, die Scheiße jetzt. Ja, weiß ich. Easy going. Happy Corbin. For he is limitless. Limitless Keith Lee. Der ja auch mal in der Bank Match hat, Alter. Das wird lustig. Der Original Bro Riddle.
Das wird echt ein Match. Der Drew, Sheamus, Riddle, The Celtic Warrior, Sheamus. Ich muss echt ein bisschen schneller sein, Alter. Oh Gott, The Street Profits. Meine Fresse, das ist einfach. Was ist das? Das ist so. Oh mein Gott, Alter. The Eater of Words, Bray Wyatt. Weil der Fiend direkt ist es nicht. Ja, okay, das ist. Eigentlich nicht, aber. Gut, jetzt habe ich was falsch. Was so geil ist das, Alter? Hä? Das ist. Das muss 2021 nie im Leben. Das sagt mir, wenn das ist WWE nämlich, weißt du? Das ist weder was von NXT, weil habe ich mir gedacht, okay, das könnte NXT sein. Das hört sich eher an wie die Dudes von All Elite, wie auch immer die jetzt heißen. Der eine Dude, was hier immer herumrappt hier so vom Einzug und wie die Acclaimed. Ich glaube, die Acclaimed heißen die. So klingt das. Aber auf gar keinen Fall irgendwas von WWE. Also da muss ich passen. Haha, passen. Fußball. Gar keine Ahnung, wer das sein soll. Das ist aber kein Theme-Song von 2021 plus oder 22, Kollege. Das ist dir bewusst, oder? Ray hat einen anderen Theme-Song jetzt. Schon sehr, sehr lange. Da ist das mit dem Jahr ein bisschen kaputt gelaufen, wa? What the fuck? Naja, okay. Das ist doch mit den kleinen 21 und 22 ein bisschen bescheuert, Digga. Ja, okay, das ist der eine mal Batista, okay. Aber das mit Ray verstehe ich schon wieder gar nicht. Ich habe immer irgendwas falsch, wenn. Ist auch 100 mal älter, ich weiß es zwar, aber es ist. Wie alt ist die Scheiße? Ja, Kofi Kingston. Aber. Digga, das ist ja vor. Das ist echt bescheuert. Aber, okay. Ja, es sagt eh schon alles. Usos! It's a big show. It's a big show. It's a big show. Come on. The show of Dolph Ziggler. The modern day Maharaja Jinder Mahal. Mahal. Okay, easy. Es ist so. The Demon's Favorite? Nee, Kane. Also, wie heißt? Ja, Kane halt. Wie zum Geil kann ich jetzt hier hängen? Habe ich jetzt wieder Vollschuss schon, oder? Ich hab gerade Vollschuss, oder? Gott verflucht, es ist auf jeden Fall mal älter als 2021, da hundertprozentig. Aber what the fuck happened? Sag mir halt auf jeden Fall wieder was, aber ich komme halt gerade mal nicht drauf. Alles klar. Der letzte, ne, ich komme wieder drauf. Ich flipp. Egal. Okay, gut. Gut, im Großen und Ganzen passt. Nervt ein bisschen, das mit Kofi, okay, ich hab's erkannt und so weiter. Aber das mit Ray ergibt keinen Sinn, weil. Im Raum zwischen 21 und 22, also 2000er mäßig. Nicht irgendwas mit 2000, keine Ahnung wann Razer den Simpson hatte, 2008 oder 2007 oder weiß der Geier wann. Er gab keinen Sinn, mit Kofi auch nicht. Das ist, die anderen waren ja okay, das war auch in dem Zeitraum, aber das mit Ray absolut nicht und mit noch irgendjemandem. Also, das war ganz komisch. Aber egal.
Würde ich sagen, im Großen und Ganzen haben wir dadurch relativ gut gemacht. Und da würde ich sagen, wir hören uns und sehen uns dann beim nächsten Let's Play Stream, beziehungsweise bei irgendwas anderem wieder, was ich dann irgendwie vorhab. Irgendwann nochmal so ein Quiz. I don't know. Nicht wieder hier drauf bamsen und leaken mit irgendwas. Kein Bock, das wieder nochmal zu machen. Kann ich auch nicht. Naja. Ich weiß ja schon, wer es ist. Gut, also, wir hören uns und sehen uns wieder. Bis dann.